280. Yes! Ja, Freunde, ein Versuch und schon hat's geknallt. Hi, everybody! Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu Wolfenhain. Und mit einem Sieg bei den Göttern. Ja, ich hab's so gesagt. Steigen wir in diese Folge wieder ein. Ha. So. Blub, blub. Na, das ist laut. Okay. Gut, dass das Hexenweib nicht hier reingelangt. Weiß der Güldene, was sie damit verbrechen würde. Ja, Freunde, das letzte Mal haben wir einiges gekämpft gegen die ganz vielen Fische und wir sind gerade alleine unterwegs, weil wir in eine Höhle eindringen mussten, in der nur eine reine Person hinein konnte. Und unser Brunnen ist rein. Er lebt nach den Geboten des Güldenen, die offenbar rein sind. Sonst hätte das ja nicht funktioniert. Okay, machen wir das mal einen großen Bogen hier rum, hey. Was nimmt euch den Atem, Kinder des Sees? Welches Symbol ist ihm gemäß? So ihr eure Schwäche kennt, meidet dieses Element. Ja, Luft würde ich sagen, oder? Ah! Ah! Nee, so geht das nicht. Die massive Wasserwand versperrt den Gang durch eine ganze Breite. Okay, ich schätze mal, wir müssen diese Wellen hier deaktivieren und da wo Luft ist, das muss aktiv bleiben. Vermute ich jetzt mal. Versuchen wir das irgendwie mal, ob das irgendwie funktionieren täte. Nee? Well, nennt mich First Try Mikey. Haha, super. Ah, noch mehr kämpfen. Erstmal speichern, damit ich das Ganze nicht noch einmal machen muss. So, wir rennen erstmal zur Aufwärmung. Ein paar Mal um den Block herum. So. Komm schon, Brunnen. Du schaffst es. Gut. Komm, wir haben ja ein paar Gegenstände. Wir können uns auch noch ein paar Sachen kaufen. So ist es ja auch wieder nicht. So. Zack. Und zack. Ja, hätte ich auch das andere nehmen können. Aber Magie brauchen wir Vollgas. So, nochmal extra speichern. Here we go. Bin gespannt, wie viele... Oh, nee. Ich weiß nicht, ob das machbar ist, Freunde. Das wird knüppeldick. Das wird knüppelhart. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy, oh, boy. Ich fürchte, wir müssen uns zunächst zurückziehen aus diesem Gebiet. Dieser Kampf ist nicht schaffbar mit Brunnen alleine. Auch wenn ich jetzt Göttergabe einsetze. Oh boy, oh boy. Das wird nix. Oh boy. Wisst ihr was? Ein einziges Mal probiere ich's noch. Einmal probiere ich es noch und wenn das echt nichts wird, dann drehen wir rum und besuchen ein anderes Gebiet. Weil so viel Fairness euch gegenüber habe ich. Ich meine, ich will euch ja was zeigen und ich will jetzt nicht zwei Folgen lang damit verbringen, hier einfach nur versuchen, diese Viecher platt zu machen, wenn es gar nicht funktioniert. Okay. Well. Oh boy. Okay. Rückzug. Rückzug. Es sei denn, ihr habt einen besseren Tipp, wie ich die Viecher platt kriege, dann haut's mir in die Kommentare runter. Aber vorerst mal. Okay, jetzt ist es egal, hä? Das mache ich nicht nochmal rückgängig. Scheint egal zu sein erstmal. Genau, vorerst ziehen wir uns zurück und gehen woanders hin. Immerhin konnten wir ordentlich Erfahrung abstauben und auch mal ein Level aufsteigen. So ist ja jetzt auch wieder nicht. Ich frage mich allerdings, wofür das andere Rätsel war, das wir da oben gesehen haben. Das mit der Matheaufgabe 2x5, 1x4 und 3 und 5 und so. Wenn ich da was total übersehen habe, könnt ihr mir gerne auch in die Kommentare hauen.
Aber wie dem auch sei, die Feen müssen wohl oder übel leider erstmal auf unsere Hilfe warten. Und? Noch ist das Licht nicht in jeden Winkel getragen worden. So kann man es auch sagen, aber immerhin... Das arme Vieh! Wie neu! Das da! Oh. Ja, dann müsst ihr euch die letzte Folge angucken, wenn ihr das kapieren wollt. Es ist so traurig. So. Ja, das... hätte ich mir aber denken können, nachdem ihr in den Kommentaren gebrüllt habt, geh da nicht hin, tu es nicht! Naja, wenn jetzt hoffentlich mal keine Fische auf dem Rückweg sind, aber jetzt sind wir ja wieder zu dritt. Jetzt sollte das nicht so ganz das Thema sein. Und ich denke, ja, Gemach. Ah, sehr schön. Oh. Well. Tja Leute, also wir kommen dann morgen wieder oder so, ne? Hey, ich will noch einmal nach links. Ihr meintet zwar auch, das kann man erst später machen da drüben, aber ich möchte mir das nochmal genauer anschauen, denn das letzte Mal habe ich nichts gesehen. Ach, dieses Kreuz meintet ihr. Ah, kann sogar was machen. Da ist ja was vergraben. Na dann hol es raus. Hol es raus, hol es raus. Wie denn ohne Spaten, du vorlautes Ding? Okay, das ist gemerkt. Das X ist, wo der Schatz parkiert ist. Gut. Dann auch wieder zurück. Und wieder auf die schöne Weltkarte, denn wir haben einige Ortschaften gesehen, die wir noch schön erforschen können, in denen es kein Problem gibt. Mit dem Vorankommen, ne? Also, ich frage mich, ihr könnt mir gerne auch, wenn ihr wollt, reinhauen, in welcher Reihenfolge der Feensee erst gekommen wäre. Also, offenbar hätten wir erst viel später hierher sollen. Denn ey, wenn Brunn mit denen alleine fertig werden soll, dann müssen wir echt noch ein bisschen leveln, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. So. Ich bin gespannt, was wir für versteckte Gegenden vielleicht erforschen können. Aber erstmal nach Schoring. Die Helden stoßen auf die sterblichen Überreste eines gescheiterten Abenteurers. Gisult durchsucht sie und befördert einen Heiltrank zutage. Schoring. Ah. Oh. Olaf! Olaf! Oh nein, Piraten! Der schreckliche Olaf. Schrecklicher Olaf, bitte sehr. Lang genug vor diesen Ruf arbeiten tun. Sprotte! Oh boy. Schrecklicher Olaf, schrecklicher Olaf! Was ist? Kann Ücken Büschen rauben und Branschatzen tun? Davor sind wir noch. Doch hier, du Dösbaddel. Fang schon an. Hurra! Harr, harr, harr. Was gibt da so zu gaffen? Packt mit an. Zeigt da die echte Piratenzeit. Los. Geht dat. Los geht dat. Oh boy. Captain, Captain. Ich helfen immer um ihr Worfen tun. Helmar. Ihr Schufte, glaubt nicht, dass wir uns euren Trieben ewig gefallen lassen. Mein Schwert! Vater, nicht! Was willst du tun, Helmer, ne? Der Stichling Heftgor kennt Stachel. Also los, geben wir den harmlosen Schnorkelmol eine Lektion Respekt! Au! Au! Wow, das sind Piraten, ey. Die kicken Sachen um. Ist denn alles? Kickt her, wie man das macht. Ah. Okay. Well. Das soll Beute sein. Hier ist nur Dreck. Diese Sequenz ist witzig. Aua! Und was bifft übrig? Dat! Und dat! Und dat! Und dat, okay noch, so. Schaff ne Beute oben Schipp! Flinke Vierte, hopp hopp! Habt ihr irgendein Wort jetzt verstanden, was der Kerl von sich gegeben hat? Unser Hausrat! Und dat nehm ich auch noch mit. Nehm ich dat.
Dat nehm ich auch noch mit, nehm ich dat. Harr, harr, harr. Ich bin ein Pirat, ich bin eine Piratin, ne? Ihr beiden blifft hier und plündert Reste. Arr, arr. Den Hut werden Minions schön untereinander nehmen. Werden die dat? Untereinander nehmen. Was hast du denn nie? Hast du denn nie genug? Solange du denn noch was heft, hef ich zu wenig, mein Junge. Also, ihr beiden, dat ihr mir nix übersehen tut, der Rest mit, kommt mit! Schiedkram, Olaf nimmt dat gedrobe Drachenschip und wir können nachher mit ne Küstensegler zu unserer Insel schippern. Snack nicht lang rum hier, fang endlich an zu plündern! Piraten! Kiek mal, zu Beuten. Zusatzbeute. Harr, harr, harr. Na, kommt nur her, ihr zwei. Oh Gott, die sehen aus. Habe ich mich jetzt schon wieder in irgendeine Situation reinmanövriert? Oh boy. Wir werden sehen. Wir werden aber natürlich nicht so zu dritt, sondern zu viert kämpfen. Guck mal, was wir den Kerls abnehmen können. Schlafpulver. Das gefällt mir nicht. Ey, die können zaubern, das ist unfair. Ja, ich kann auch zaubern. Oh, das mit dem Menü ist echt ein bisschen doof. So. Na, das ist ordentlich, das ist normal, das ist okay. Oh Gott, ich gewöhne mir gerade an, so mit dir zu reden. Nein, 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 tu das nicht. Tu es nicht, Mikey. Finde nichts mehr, okay. Was bitte? Ja, obwohl, wenn sie Wasserzauber haben, eher nicht, ne? Ich glaube, das war der richtige Riecher. So, Analyse! Na, Wucht und Erde in stärkes Wasser. Okay, dann switchen wir mal die Waffen durch. Wuchtwaffe. So, wer ist der Nächste? Wer will auf den Kopf kriegen? So. Gescheitert. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, Rankenzunge. Ah, die Spotte. Heft harte Flossen. Spotte. Sag doch sowas nicht. Aber jetzt kriegst du auch nicht einen mehr auf den Dates. Aua. Ja, er ist dran, genau. Kriegst du ordentlich einen auf den Deckel. Gezimmert. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Na, no. Komm schon. Das waren ja, er hat ja bloß die beiden im Dorf gelassen, ne? Also von daher dürfte das ja auch gar kein Problem jetzt darstellen, von dem, was wir tun. Und wir siegen bei den Göttern. Jawohl! Schlafpulver. Na, hier sieht's aus. Was geht dort vor, Vater? Vielleicht neuer Ärger. Die Frauen in die Häuser. Na, na, na. Na, wir tun doch keiner Fliege was zu leide. Nur wenn man unsere Beute... Ich meine, wenn man uns eine Belohnung verwehrt für unsere Hilfe, natürlich. Guten Tag. Geht's. Wir haben Sorgen genug und ihr seht aus, als ob man euch die Gewalt auf dem Fuß folgte. Und genau darum solltest du etwas freundlicher sein, Mann. Drohst du mir? Ich mache etwas viel Besseres. Ich schlage dir ein Geschäft vor. Ein Geschäft? Worüber? Du siehst doch selbst, wie wenig wir noch haben. Wie wenig ihr jetzt noch habt, eben. Aber du weißt, wer euren Besitz mittlerweile hat. Und wo die Piratenstützpunkt ist, lockt noch mehr Beute, jede Wette. Ich verstehe. Statt des einen Räubers verlangt nun ein anderer nach unserer Habe. Wie unglaublich selbstlos der Erwählte doch ist. Gar nichts versteht ihr. Was schert mich der Besitz armer Fischer? Nein, ich denke, die Piraten sitzen noch auf ganz anderen Schätzen als ein paar Netzen und Töpfen. Höre, du sagst mir, wo ich die Piraten finde, und ich bringe euch dafür ein bisschen gut zurück, ne? Und welche Sicherheit habe ich, dass du dich nicht auch mit unserem Eigentum aus dem Staub machst? Gar keine. Du hast nur die Wahl, deine einzige Gelegenheit verstreichen zu lassen, oder nicht?
Denke nicht, dass wir schwach sind. Mit den wilden Wargen werden wir fertig. Aber die Piraten? Ja, ja. Deine Antwort, nun? So sei es. Bei Naffa. Wenn ihr die Küste gen Norden heraufsegelt, wagt euch durch die Klippen. Dann trefft ihr auf eine große Insel. Dort haben die Piraten ihr Lager, aber gebt Acht. Es ist gut bewacht und starrt vor axtkundigen Männern. Und am meisten hütet euch vor Olaf. Er heißt nicht umsonst der Schreckliche. Er wird es sein, der den Schrecken packt, wenn wir die Fackel der Gerechtigkeit in sein Lager tragen. Du sagtest, wir hätten zu segeln. Dann brauchen wir ein Boot. Von unseren bekommt ihr keins. Aber haltet am Fjordufer nach dem Segler der beiden Piraten Ausschau, die ihr erschlagen habt. Die Schufte ziehen ihre Schiffe meistens am Karstfelsen an Land. Besucht dort und ihr habt euer Gefährt. Und wir sind im Geschäft. Money, money! Naffa sei mit euch, wenn ihr den Piraten entgegentretet. Ihr habt einen großen Kampf vor euch. Ich habe so das Gefühl, dass die noch stärker werden. Ich sag mal so, die Piraten sind machbar. Die wären, glaube ich, sogar alleine machbar. Aber ja, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es viele Abschnitte noch geben wird hier im Game, in denen wir alleine agieren müssen. Zumindest vorerst. Gucken wir mal nach dem Boot. Das Haus. Das schöne Haus. Dieser Pirat hat es förmlich auseinandergenommen. Hast du nichts zu tun? Giesum nimmt Haushaltskram. Giesum nimmt Haushaltskram. Ein lecker eingeweckter Fruchtbrei mit ganz vielen Scherben. Wer sich das zu kauen wagt, hat danach gesiebte Wangen. So kann man das auch sagen. Haushaltskram. Ein leerer Eimer. Schön. Naffa spenden? Inwiefern? Eins. Halleluja! Ich bin so großzügig! Halblutender Igel? Ach nein, rote Beete mit Scherben gespickt. So, stellen wir den auch wieder hin. Der Eimer wird nie wieder richtig gesund werden. Die Folgen der rohen Gewalt. Es sind Situationen wie diese, die uns zur Nachdenklichkeit anregen. Dafür wird jemand mit seinem Blut bezahlen. Ja. Oh mein Gott, der Dialog ist so herrlich absurd. Ganz ruhig bleiben. Was hast du, Asbirg? Ist es? Ihr Götter, steht uns bei. Ganz ruhig, wovon redet ihr, Alte? Ist das Weib etwa besessen? Asbirg! Asbirg? Du! Was hast du mit der alten Asbirg gemacht? Wer, ich? Ja, du! Sie fiel um, als sie dich sah! Hat sie etwa auch schon einmal Bekanntschaft mit deinen Eisenstießen, bis Hexenjäger? Ich vergesse nie einen Frevler. Darum weiß ich mit Bestimmtheit, ich kenne die Frau nicht. Aber sie kennt dich, Brunn. Daran kann kein Zweifel bestehen. Sie kommt wieder zu sich. Das war so klar. Jungchen, es ist besser, wenn du erst einmal vor die Tür gehst. Aber ich... Keine Diskussion. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Nochmal von vorn. Was hat Asbirg nur? Das macht sie sonst nie. Ja, ich fall auch nicht einfach so um, wenn ich Leute sehe. Was wird sie schon haben? Der Hexenjäger hat das alte Mütterchen zu Tode erschreckt. Er sagt, er kennt sie nicht. Er lügt. Das ist doch offensichtlich. Die lügen aber nicht. Sie kommt schon wieder zu sich. Schon wieder. Er war es. Oh, wo ist er hin? War es doch nur ein böser Traum? Woher kennst du ihn? Sprich!
Lass ihr doch noch Zeit, sich zu sammeln. Ich will Klarheit, jetzt! Also gut, wir warten. Ich könnte mir vorstellen, das wird witzig, wenn ich jetzt nochmal nach ihm frag. Ich will Klarheit, jetzt! Dieser fällt ein Erfahrungspunkt für seine forsche Entschlossenheit. Woher kennst du den Paladin, alter Asberg? Ein Paladin? Er? Ausgerechnet er? Was redest du, Fremder? Er ist die Ausgeburt des Gestürzten. Ein finsteres Scheusal. Er war es, der mich vor fast 30 Jahren... Nein, ich kann nicht darüber reden. Es war zu schlimm. Was sagst du? Vor 30 Jahren? Du redest wer, Alter? Damals war der Bengel doch noch nicht mal auf der Welt. Als ob ich jemals dieses grausame Gesicht vergessen könnte. Ich werde ihn auch noch nach weiteren 30 Jahren wiedererkennen. Eigenartig. Aber er hat sich in alter Zeit nicht verändert. Na eben, jetzt dämmert's dir auch, eh? Aber diese Ähnlichkeit, er ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Na Freunde, dämmert's euch, was hier abgeht? Aber wem denn überhaupt? Die, die ihm begegnet sind, hüten sich immer noch, seinen Namen auszusprechen, Kindchen. Man weiß nie, was man dadurch weckt. Wir nennen ihn nur den Raben. Der Rabe? Ja, da schellt etwas. Herr Zelasberg, was ist geschehen? Gar nichts, wird sie. Du siehst doch, wie es sie quält. Was immer damals geschah, ist vorbei. Asperger soll hier ihren Frieden finden. Asperger? Du bist eine gute Herrin, Alsuna. Vater mag euch willkommen geheißen haben, aber das heißt nicht, ihr dürft meine Mägde mit Spuck aus der Vergangenheit schrecken. Lasst das. Bronn, dir sagt, du darfst wieder reinkommen, solltest dich aber benehmen. Ich hab doch überhaupt nichts. Keine Diskussion. Oh Mann, das ist ja was, Freunde. Ja, aber da haben wir endlich mal ein bisschen was über den Raben erfahren. So wie es aussieht, war der Vater von Brunn nicht ganz ohne, hä? Also, ich hoffe, wir finden in dieser Demo hier noch heraus, was es mit seiner Vergangenheit auf sich hat. Also, ich bin sehr gespannt, was das noch für Ausmaße in der Story annimmt. Aber Freunde, das und noch vieles mehr sehen wir hoffentlich das nächste Mal wieder bei Wolfenhain. Für noch mehr Videos klickt die Links dort unten. Und bis dahin, rock your life, everybody! Cheerio!